Kurz vor dem Ende der Party ist die Euphorie der Massen stets am größten. So ist es derzeit auch. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan. Nichts kann schiefgehen. Wir sehen Allzeithochs an allen Fronten. Wir sehen totale Positionierungen auf der Long-Seite. Wir sehen Gier. Wir sehen FOMO. Hurra. Wir sehen, dass Absicherungen nicht der Fall sind. Niedrigste Niveaus der Absicherungen. Wenn mal was schiefgeht, was soll schon schiefgehen? Dieser Tanz auf dem Vulkan findet unmittelbar vor einer Rezession statt. Warum das so ist, will ich hier mal zeigen. Wir haben deutlichste Warnsignale, dass da etwas schief laufen wird. Je deutlicher diese Warnsignale werden, umso gieriger wird die Masse. Und das kann noch weitergehen, gar keine Frage. Aber man sollte vielleicht mal zumindest im Hinterkopf behalten, was da gerade passiert. Wir haben zunächst mal, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, sondern das hier, Goldman Sachs. Die sagen also, die Aktienmärkte sagen uns, dass die US-Wirtschaft strukturell höhere Zinsen vertragen kann. Interessante Bemerkung. Das hatte übrigens, oder hatte man auch gesagt im Jahr 2018, als es hieß, naja, höhere Zinsen, die US-Wirtschaft kann das gut vertragen. Daraufhin hatte Paul sich 2018 geäußert und gesagt, naja, wir machen Bilanzreduzierung auf Autopilot und die neutrale Rate der Zinsen, also die Rate der Zinsen, die weder die Wirtschaft beflügelt noch bremst, die könnte höher liegen. Daraufhin die Aktienmärkte massiv eingestürzt. Paul musste, oder massiv korrigiert, Paul musste damals praktisch eine komplette Drehung machen nach dem Einbruch der Märkte. Jetzt aber sehen wir, dass eben die Gefahr besteht, so sagte Goldman Sachs, dass aufgrund dieser Hoffnung, dass die Wirtschaft ja diese hohen Zinsen vertragen kann, wir jetzt wieder sehen, dass die Inflation anzieht, dass da die Dotplots der Fed nächste Woche durchaus ein Problem für die Märkte werden könnten. Und Goldman Sachs sagt, ja, Absicherungen sind günstig jetzt und die legen wir uns mal ins Portfolio. Wir haben zwar einen Bullenmarkt, aber hier kann durchaus mal was passieren. Hier sehen wir mal die Zinserwartungen, die Märkte ja von 7 auf 3 Zinssenkungen geschwenkt. Konnte man alles gut verkraften, weil eben Nvidia, die KI-Euphorie, das Ganze kaschiert hat. Immer noch 3 Zinssenkungen, die Fed könnte aber nächste Woche andeuten, dass es vielleicht nur 2 werden, so wie Janet Yellen gestern angedeutet hat. Ja, also die Inflation, die ist doch ein bisschen hartnäckiger, als ich dachte. Und als ich damals von der Inflation als vorübergehend sprach, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Wir sehen jetzt die längste Strecke seit den 70er Jahren, wo die Inflation in den USA über der 3%-Marke ist. Und nochmal zurück zu diesem Thema. Ja, die Wirtschaft kann hohe Zinsen vertragen. Hier sehen wir mal den Optimismus der kleineren Firmen in den USA, die um und bei 50% aller Menschen in den USA beschäftigen. Und wir sehen, das geht mit Ausnahme des Dezember, als die Märkte euphorisiert waren. Als Paul sagte, ja, wir haben mit Zinssenkung gesprochen, geht es immer weiter nach unten. Oben sehen wir, dass die Firmen immer weniger Einstellungen planen. Dass es hier also praktisch einen relativ großen Pessimismus gibt, was die Zahl der Mitarbeiter betrifft. Das heißt, man plant weniger Neueinstellungen. Und der Grund dafür ist der, dass natürlich in diesem Jahr ungefähr 1 Billion neu finanziert werden müssen, gerade von solchen Firmen, die eben kleiner sind, die in der Regel verschuldet sind, die ein Geschäftsmodell haben, das sich gerade so trägt. Und die müssen also jetzt Kredite refinanzieren, jetzt allerdings zu deutlich höheren Kosten, zu höheren Zinsen. Das Ganze geht Stück für Stück, geht langsam. In diesem Jahr wird einiges sein, im nächsten Jahr wird einiges sein. Und wenn die sehen, okay, wir haben jetzt gestiegene Kosten, die auf uns zukommen, dann wird weniger investiert und es werden weniger Leute eingestellt und es sinkt der Optimismus. Das genau sehen Sie hier in dieser Grafik. Und genau in der Situation sind jetzt die Risikoprämien, die man für hochriskante Unternehmensanleihen zahlt, praktisch auf dem niedrigsten Stand seit 2022. Was soll schon schief gehen? Gleichzeitig sehen wir, dass die Absicherungen auf Nasdaq-Aktien so gering ist wie never ever in history. Was soll schon schief gehen? Wird alles gut gehen und ist ja auch bisher gut gegangen. Das Gewicht der Momentum-Aktien ist es so hoch,
wie nur einmal, oder ja, glaube ich, bei den Nifty 50 hatten wir das noch ein bisschen höher oder in diesem Bereich. Und 1928, gleichzeitig war es, glaube ich, JP Morgan, die gesagt haben, die Positionierung in diesem Momentum-Aktien ist in der 99,7. Perzentile, also praktisch maximal auf Anschlag. Und interessant, wenn wir uns mal den VIX angucken und die Bollinger-Bänder vom VIX, hier eine Grafik von Figuring Out Money. Hier sehen wir, der VIX, der hält sich auf niedrigem Niveau, aber die Bollinger Bänder ziehen sich immer weiter zusammen. Das gab es zuletzt 2007. Zusammenziehende Bollinger Bänder heißt normalerweise, da passiert bald etwas, da kommt dann sozusagen eine Explosion, eine Ausweitung dieser Bollinger Bänder, wenn die zu sehr sich zusammenziehen. Das kann in alle Richtungen immer passieren. Hier sehen wir mal, wir haben jetzt die längste invertierte Zinskurve seit den Jahr Ende der 70er Jahre, und viele Ökonomen sagen jetzt, ja, diese invertierten Zinskurven sind kein Signal mehr für eine Rezession. Aber rechts sehen wir mal den Kansas City Fed Labor Market Index, der deutlich zurückkommt, und das ist kein Zufall, meine Damen und Herren. Hier mal eine Grafik von Alf, die, glaube ich, die Dinge unglaublich gut auf den Punkt bringt. Es geht um den Arbeitsmarkt und die letzten Rezessionen und Zinskurven in Invertierungen. Hier sehen wir bei ganz links beginnt eben die Invertierung der Zinskurve, und wir sehen, sobald diese Invertierung beginnt, geht es langsam mit dem Arbeitsmarkt bergab. Diese gestrichelte Linie von oben nach unten ist dann die Endinvertierung der Zinskurve, und dieses rote oder rosane oder keine Ahnung, das ist der Beginn dann der Rezession. Und wir sehen, wir haben hier eine Situation, von dem wir rechts unten, das ist die aktuelle Situation, das andere sind die Rezessionen in den letzten Jahrzehnten, von dem wir auf einem sehr hohen Niveau kommen, wo praktisch dann eben im Gefolge der Corona-Krise unglaublich viele neue Stellen geschaffen wurden. Und dieses Muster zwischen der Invertierung der Zinskurve und dann dem Eintreten der Rezession, das deutet meistens so hin auf, ja, 20, 25, 27 Monate. Wir sind jetzt im Monat 23. Also das ist relativ typisch, was gerade passiert. Invertierte Zinskurve, aber es kommt erstmal keine Rezession. Arbeitsmarkt wird so langsam schwächer, aber scheinbar nicht dramatisch, und dann gehen die Dinge aber relativ schnell. Und hier sehen wir mal, auch super interessant, Consumer Staples, das sind so super defensive Werte, Dinge des täglichen Bedarfs, die praktisch nicht zyklisch sind, die nicht von einem starken Auf und Ab betroffen sind. Defensive Werte hier mal in Relation zum S&P 500, total verprügelt. Keiner will defensive Werte haben, wollen ja alle Tech und Momentum haben. Aber wir sehen hier jede Menge positive Divergenzen, die auf einen relativen Anstieg dieser defensiven Werte in Relation zum S&P 500 deuten. Heißt nicht, dass diese Consumer Staples steigen, aber dass sie zumindest besser performen als der S&P 500. Das tun wird, und wir haben heute ja Daten, Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise, das wird wichtig, die Erzeugerpreise, die dürften alles 13,30, by the way, hier sehen Sie Erwartungen, wie die Märkte glauben, dass das, oder die Analysten glauben, dass es reinkommt. Hier unten sehen wir mal die Erzeugerpreise, 1,1%, nachdem wir im Vormonat 0,9% hatten, zum Vorjahresmonat. Risiko ist, dass das hier höher reinkommt aus meiner Sicht, weil eben die Inflation auch höher gewesen ist und weil der Faktor Spritpreise in den Erzeugerpreisen wichtiger ist als bei den Verbraucherpreisen. Das mal nebenbei, werden wir gleich sehen. Und hier die Bank of America erwartet schwächere Einzelhandelsumsätze, 0,4% statt Konsensus plus 0,8%. Hier sehen wir nochmal diese ganze Geschichte mit den Ölpreisen, mit dem Benzinpreis. Hier sehen wir, der ist ja seit Januar im Prinzip auf dem Weg nach oben, aber vor allem die Großhandelspreise, hier Wholesale Gasoline, ist deutlich stärker gestiegen. Das heißt, diejenigen, die dieses ganze Benzin verkaufen, die haben deutlich, müssen das zu deutlich höheren Preisen einkaufen. Das werden sie Stück für Stück weitergeben. Deswegen dürften in den USA die Preise für Benzin weiter steigen. Und kein Wunder, wir sehen hier eine bullische Wedge. Wir sehen die 10-jährige Anleiherendite steigend, jetzt schon wieder in Richtung 4,2% unterwegs. Und all das geht einher auch mit einer Erholung von Kupfer, würde allerdings nicht für eine Rezession sprechen. Glaube aber, dass das die Hoffnung ist, dass China sich erholt, die sich hier in Kupfer ausdrückt. Bei US-Öl sehen wir, das sieht irgendwie bullisch aus in einem Zeitfenster.
Jedenfalls, wenn Kupfer, das ja als Industriemetall extrem wichtig ist, auch für Erneuerbare steigt und Öl steigt, dann dürfte die Inflationsdynamik weiter anhalten. Ich habe den Abverkauf vom 13. März 2024 überlebt, den 0,2% Stock Market Crash. So viel war nämlich der S&P 500 gestern im Minus, Nasdaq etwas mehr. Interessant, Energie, Materials und Finanzwerte ganz oben, Technology ganz unten. Was ist da los? Ich glaube, das hing mit dem Verfall zusammen. Bei diesem Verfall sehen wir vor allem um die Marke von 5.200 Punkten. Da ist unglaublich viel Gamma. Also da geht es um die Wurst, deswegen dürfte der Markt versuchen, an diese Zone ranzukommen, und ich denke, dass die Dealer, die Optionen verkaufen, versuchen, diese Marke bis Freitag nicht nachhaltig überschreiten zu lassen. Gestern haben wir gesehen, dass das normale Muster wieder eingetreten ist, was Nasdaq, was also Tech-Werte betrifft und die Renditen für Staatsanleihen. Da hatten wir ja trotz höherer Inflationszahl sind die Renditen gestiegen und der Nasdaq gestiegen, hier die Renditen invertiert. Gestern sind die Anleihekurse gefallen und der Nasdaq gefallen. Das ist also wieder in Einklang sozusagen. Das passt wieder zueinander in einer Situation, in der die Euphorie einen Ticken abgenommen hat bei den US-Privatinvestoren. Jetzt nicht mehr über 50%, die bullish sind, sondern nur noch knapp 47%, aber nach wie vor 21, ein paar zerquetschte nur an Bären, die anderen Bullen, ein paar Bullen sind ins neutrale Lager abgewandert, aber wir sehen diese Complacency, wir sehen hier diese steigende Wedge beim S&P 500 mit negativen Divergenzen überall, das können wir bei allen Indizes finden, und rein von der Bewertungssituation könnte man ja mal sagen, okay, S&P 500 hat jetzt seit dem Oktobertief Ende Oktober 26% zugelegt. Die Erwartung, dass die Gewinne der Unternehmen steigen, sind aber nur um 3,3% gestiegen. Der Rest ist sozusagen PE Inflation, Price Earnings Inflation, also praktische Bewertungsinflation, könnte man sagen. Von diesen 3,3%, die sozusagen seitdem oben drauf gekommen sind, wo man also optimistischer ist für die Gewinne der Unternehmen, kommt ein Drittel von Nvidia und zwei Drittel von Amazon, Microsoft, Meta, Google, Eli Lilly und Apple. Die anderen 500 Aktien im S&P 500 haben eine Negative Contribution. Also wir sehen ja auch, dass die meisten Aktien zwar sich erholt haben, aber lange eben nicht so gut laufen wie die einige Dickfische. Tesla ist ja jetzt eigentlich raus aus dem Magnificent Seven. Apple ist auf dem Sprung raus. Wir sehen, das Optionsvolumen, hatte ich kürzlich schon mal gezeigt, ist jetzt höher als das Volumen in Aktien selber. Deswegen sind diese Termine um den Verfall extrem wichtig. Hier sehen wir mal, der Donnerstag vor dem Verfall, also das wäre heute in dem Fall 15 mal positiv, 7 mal negativ. Also das könnte darauf hindeuten, dass wir heute nochmal versuchen, etwas nach oben zu laufen. In der nächsten Woche sieht dann der Track Record deutlich negativer aus. However, wenn wir nochmal nach Deutschland kommen, dann sehen wir hier, dass das Geschäftsklima im Wohnungsbau einen erneuten historischen Tiefstand erreicht hat, von minus 60,7 auf minus 61,9. Weiterhin werden Aufträge storniert. Gleichzeitig sind die Baugenehmigungen für Wohnungen im Sinkflug. Wir haben gestern allerdings gesehen, Europäisches Hauspreisindex, dass die Bestandsimmobilien nicht mehr verlieren im Preis, sondern sogar einen Ticken gestiegen sind, während die Neubaupreise sogar einen Ticken gefallen sind. Nur minimal beides, aber immerhin, es scheint sich da eine Stabilisierung abzuzeichnen, weil man eben hofft, dass die EZB die Zinsen senken wird. Im Juni soll es dann soweit sein. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir sehen also, dass die Gier extrem groß ist, sehen viele Warnsignale, sowohl charttechnisch als auch fundamental. Das Timing ist schwierig hier. Das heißt nicht, dass es heute nach unten geht. Um das doch mal klar zu sagen, nur wer meint jetzt weiter auf dem Vulkan tanzen zu können, der sollte irgendwie gute Schuhe haben. Wenn nämlich der Vulkan ausbricht, dann wäre es gut, dass man erstens die Lava nicht an die Füße kriegt und zweitens relativ schnell laufen kann. Denn in der Regel, und das zeigt ja die Erfahrung, sind die Masse diejenigen, die am gierigsten sind, die dann auch am meisten verlieren, weil sie weit oben einsteigen.
und dann eben irgendwann diese Verluste realisieren müssen, dann entsteht so ein Dominoeffekt und dann kauft das große Geld wieder ein, wenn das kleine Geld dann sozusagen mit blutenden Händen abgedrückt hat. Ein Beispiel dafür Krypto, die Meme-Coin-Blase. Wir hatten ja 2020, 2021 die Meme-Aktien- und Tesla-Blase. Beide sind letztlich geplatzt. Das wird hier auch der Fall sein. Was da als Warnsignal zu werten ist, lesen Sie in diesem Artikel. Meine Damen und Herren, erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Da geht es um einiges zwischen China und den USA. Die Dimensionen des TikTok-Dilemmas, von dem ja so viele Influencer irgendwie teilweise abhängen, die über TikTok versuchen Geld zu verdienen. Aber es geht vor allem um Kampf, um Macht, um Einfluss global gesehen. Und was die Amerikaner da vorhaben, praktisch, ihr müsst verkaufen oder ihr werdet verboten. Das ist schon ein starkes Stück. Das ist die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt Servus und Ciao.